EA hat 100k Packs veröffentlicht und diese beiden werden wir jetzt natürlich ziehen. Hey Leute, was geht ab? Euer Packs ist am Start und heute hier zu einem kleinen Pack-Opening. Und Leute, es liegt wirklich, die Betonung liegt auf kleinen Pack-Opening, nämlich wir ziehen heute zwei Packs. Aber diese beiden Packs sind natürlich die beiden 100k Packs, die EA hier vor 14 Stunden veröffentlicht hat. Ich habe jetzt noch 10 Stunden Zeit, diese beiden Packs zu öffnen. Natürlich gibt es hier noch die 15k Packs, aber in diesen 15k Packs, ja, hat man nicht jetzt so viel Luck. Aber ich denke mal, ich werde jetzt heute diese beiden ziehen hier oder noch ein paar 15k Packs. Aber ich denke mal, ich hoffe mal, dass wir in diesen 100k Packs was Gutes ziehen. Ich denke mal, als kleine Aufwärmung fangen wir hier an mit einem 15k Pack. Das skippen wir natürlich. Und wir ziehen... Haben wir hinten vielleicht nochmal was? Ja, wir ziehen nicht einen Rare-Spieler. Fängt ja mal gut an. Ich denke mal, wir ziehen jetzt noch eins. Wir ziehen jetzt definitiv hier noch eins. 15k Pack hier. Skippen wir wieder und wieder. Leute, wollt ihr mich verarschen? Wenn wir hinten jetzt keinen doppelten haben. Buffon und Wohlscheid, okay. Wenigstens ein Rare-Spieler, okay. Jetzt ziehe ich die 100k Packs, meine lieben Freunde. Kleine Aufwärmung hier mit zwei 15k Packs. Am Ende werden wir nochmal zwei 15k Packs öffnen. Aber ich hoffe mal, dass sich die 100k Packs natürlich lohnen. Ich werde natürlich einen Black Screen einblenden. Ich werde auch nicht hinschauen. Ich blende jetzt einen Black Screen ein, dass ihr nicht seht, welchen Spieler ich gezogen habe. Ja, ja, ja. Und ich schaue mal jetzt hin. Vidic, Raphael in Form. Raphael in Form. Aber kein Team of the Season. Philipp Lahm haben wir noch, aber ein Raphael in Form zum zweiten Mal. Den hatte ich schon mal gezogen. 100.000, der geht aber nicht mal für 80.000 weg. Das ist das Problem. Ich denke mal, EA wird die Preisspanne noch definitiv senken. Das erste 100k Pack, ja, war in Ordnung. War jetzt nicht so, wie ich es wollte. Nämlich mit einem Team of the Season Spieler. Aber dazwischen gibt es hier nochmal ein 15k Pack und ich hoffe mal, das ist besser. Skippen, Hegeler. Hegeler. Hegeler, Bruma. Ja. Lohnt sich definitiv. Machen wir einfach mal ein Silber auf. Vielleicht haben wir mal ein Silber-Team of the Season drin. Das wäre natürlich geil. Delet oder wie der Typ heißt. Könnte was wert sein. Hinten vielleicht noch was. Ja, nichts Gescheites, aber viele Rare-Spieler. Und ich denke mal, oh, ich hoffe, dass wir jetzt noch ein Team of the Season-Spieler ziehen werden. In diesen verkackten 100k Pack. Jetzt komm Leute, ich werde jetzt wieder den Black Screen einblenden. Ich schaue nicht hin, ich weiß selber nicht, welchen Spieler wir ziehen. Und ich schaue jetzt hier hin, ich sehe das Pack, ihr seht das Pack jetzt auch. Bis jetzt ist es richtig kacke, richtig kacke, richtig kacke. Ernsthaft. Ernsthaft, unser Bester ist die Rossi. Leute, nee. Nee, Alter, 200k rausgekloppt und gerade mal 100.000 wieder reingemacht. So eine Kack 100k Packs hier, diese beiden. Deswegen ziehen wir jetzt hier nochmal ein paar 15k Packs. Ich denke mal, 3, 4, 5 Stück werden hier noch definitiv drin sein. Skippen, Huddlestone. Huddlestone, Huddlestone. Hinten kein Team of the Season. BBVA nehmen wir mit. Und Mannschaftsfitnesskarte ebenfalls. Rest können wir ablegen, Leute. Bitte noch eine Team of the Season Karte. Ich habe gedacht, wir ziehen in den verkackten 100k Packs wenigstens ein. Aber nein, Blaschikowski Firmino. Nicht so das Wahre, ne? Nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt hier noch einen ziehen. Smalling. Es kann natürlich sein, dass wir einen doppelt haben. Ich habe ein paar im Verein. Das wäre natürlich zu geil, aber ein Matic oder sowas möchte ich gerne ziehen. Ein Marquisio. Ein Young Patricio Malos. Mann. Mannschaftsfitnesskarte, Sentinel nochmal mitnehmen. Gladbach-Trikot auch mal mitnehmen. Habe ich noch nicht im Verein. Und ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt noch zwei davon und ein Silber. Und dann war's das. Isaacson. Mann, Leute. Das Pack-Opening ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Das letzte war so gut. Und dieses ist einfach so, so schlecht. Loboa. Fitnesskarte. Nee, Leute, wir haben nur Müll gezogen, nur Müll. Jetzt ziehen wir noch zwei Silber. Vielleicht haben wir einen Silber-Totz, das wäre auch geil, aber die Chancen stehen sehr schlecht. Niemeyer. Yeah. Niemeyer mit 44 Tempo. Richtig geile Karte.
Rest können wir ablegen. Jetzt gibt's hier das letzte Silber-Pack. Und wir ziehen einen Carlos Eduardo. Der ist ja mal richtig schlecht geworden. 69 Tempo bloß noch. El Kabir. Ey, El Kabir. Ja, 7000. 2000er Wert. Okay, das Silber-Pack ging jetzt hier. Aber leider auch kein Team of the Season gezogen. Ich würde mal sagen, zwei Bronze-Packs gehen hier noch. Zwei Bronze-Jumbo. Vielleicht haben wir einen Bronze-Tots. Das wäre die letzte Möglichkeit. Aber... Bis jetzt ist es nicht so gut. Nächstes. Das letzte Pack für dieses Pack-Opening. Mann, Leute. Nur Müll gezogen. Hier mal nochmal ein Gratis-Pack. Das werde ich jetzt noch öffnen. Das ist definitiv das letzte Pack. 300.000 haben wir circa ausgegeben. Und wir haben nur Müll gezogen. Außer Raphael Second in Form oder sowas. Oder Third in Form. Keine Ahnung, welcher in Form das ist. Mindestens ein Second in Form. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Leider haben wir nur Müll gezogen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so gezogen habt. Vielleicht habt ihr dieses Mal ein bisschen mehr Glück gehabt als ich. Letztes Mal hatte ich ja Mané Record Breaker. Schaut das Video mal an. Verlinke ich hier oben als Infokarte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut da rein. Euer Paxware ist raus. Tschüssikowski und ciao.